Kommen wir jetzt zur Politik und damit muss ich wirklich sagen, ich bin herrlich erregt. Wir kommen zur wahrscheinlich besten Nachricht des Tages. Wahnsinn, ich brauche mein Feier-Equipment. Das müssen wir uns geben, ey. Das ist so geil. Komm hier, gib mir das. Ja, ja, super. Halten Sie sich fest. Meine Damen und Herren, auch zu Hause, holen Sie den Champagner raus, lassen Sie die Konfettikanone knallen. Die absolute Sensation ist eingetreten. Christian Lindner gibt sein Amt ab. Ja, ja. Oh. Christian Lindner hat das Amt seit einem Jahr inne. Nun muss er den Thron räumen. Große Wehmut. Weil der Grünkohlkönig, der kann alleine über seinen Haushalt entscheiden. Er wird verehrt. Er kann für ein tolles Gemüse weltweit werben. Ich war heute extra noch auf der grünen Insel, nämlich in Irland, auf einer letzten Dienstreise. Ach, der ist jetzt nur nicht mehr Grünkohlkönig. Der ist weiter Finanzminister. Scheiße. Ja gut. Kein Wunder, dass Sie bei der Ampel nicht auf die Kette kriegen, ne? Wenn die alle noch Gemüseämter nebenher haben. Was anderes bleibt uns jetzt auch nicht übrig. Ja, dann packt das Feier-Equipment zurück. Irgendwann kommt der Tag, ich sage es dir, irgendwann kommt der. Aber haben Sie es gesehen? Der ist ein bisschen nah am Wasser gebaut, ne? Der hat fast geweint. Wenn der jetzt schon heult, wie reagiert er erst auf die Ergebnisse der nächsten Bundestagswahl? Ja. Kommen wir jetzt aber zu was richtig Schönem, und zwar zu den Reality Backpackers. Oh, mit so ein bisschen Sekt geht das viel besser. Zu Reality Backpackers. Ah, und das ist das Format, da spielt ja Cosimo mit. Grundsätzlich bei dem Format geht es eigentlich darum, Pseudo-Vips sind irgendwo in der Wildnis und wissen nicht, wo sie sind. Und deshalb fragen sie, hä, wo bin ich? Riesenidee. So, und da gab es jetzt wohl den ersten Verdacht, wo sie sein könnten. Und natürlich kommt der heißeste Tipp von keinem geringeren als von Cosimo. Wieder Zelt. Ist schwer, das war das längste Zeltleben meines Lebens. Das ist 3 Tage schon Zelten. Ey. Ich hasse Zelten schon seit Kind, weil deswegen bin ich auch nie Zelten gewesen. Wenn hier eine Schlange ist, sehen wir es nicht mal. Hier, willkommen im Wohnzimmer. Aua. Oh nein. Wo sind wir jetzt? Neue Geräusche. Hey, wo sind wir hier? Zum Mist mitten in der Wüste oder was? Ja. Ja. Mitten in der Wüste seid ihr da. Und wenn das die Wüste ist, dann muss ich mich entschuldigen. Dann waren das vorhin auch Maultiere. Ja. Ganz klassische Wüste, das sehen Sie ja, ne? Ganz klassisch. Alles grün, super hohe Luftfeuchtigkeit, jede Menge Gras. Das war die feuchteste Wüste, die ich je gesehen habe. Danach kommt nur noch das offene Meer als Wüste.